Warum gibt es unsere Erde? Warum kreist um sie der Mond? Warum dreht sie um die Sonne ihre Bahn? Warum hat der Mensch das Glück, dass er auf dieser Erde wohnt? Ist das Zufall oder folgt es einem Plan? Warum fühlen wir inneren Frieden, wenn wir Kinder schlafen sehen? Warum ist ein Tag am Meer so tröstend schön? Warum rührt Musik uns oft zu Tränen? All das würde ich so gerne mal verstehen. Oh, so viel kann ich mir nicht recht erklären. All das würde ich so gerne mal verstehen. Warum sieht man wieder Menschenmassen auf der Straße gehen, die mit Hakenkreuz und Hitler groß posieren, die erfüllt von stumpfem Hass und kruden Rassentheorien Deutschland, Deutschland über alles laut skandieren? Warum trifft der Mob nicht überall auf klaren Widerstand, sondern vielerorts auf stilles Einvernehmen? Warum sehen selbst im Bundestag manche in dem rechten Pöbel kein Problem? Oh, wie kann sich Geschichte wiederholen? Das kann ich beim besten Willen nicht verstehen. Warum glauben manche Menschen, es gibt keine Pandemie? Und sie lebten hier in einer Diktatur. Warum glauben sie an jede noch so krude Theorie und sehen sich einer großen Sache auf der Spur? Warum halten sie den Staat für ein tyrannisches System, wo doch sie es sind, die anderen Freiheit nehmen? Wie können sie sich selbst als Opfer wählen, während sie mit Rechten auf die Straße gehen? Oh, wie sehr sie den Rechten damit dienen, können sie in ihrem Hass wohl nicht mehr sehen. Warum gibt es dies und jenes? Wie kann mancherlei passieren? Warum ist so vieles schräg und wunderlich? Solche Fragen muss man stellen und darüber debattieren, doch oft behält die Welt die Antworten für sich. Mit Verstand wollen wir begreifen, warum die Welt ist, wie sie ist, doch manchmal hilft's nur, Dinge staunend anzunehmen. Wir sind, ganz egal wie wir es drehen, noch nicht so weit, um alles zu verstehen. Oh, wir sind kleinste Teilchen im System, noch nicht dafür gemacht, um alles zu verstehen. Doch das macht das Leben nicht weniger schön.